Herr Weber, folgen Sie mir doch bitte. Jetzt sind Sie also schon hier angekommen. Das ging wohl schneller als von Ihnen geplant. Sind Sie... Ich meine, also... Bist du... Sind Sie... Gott? Nein, ich bin nicht Gott. Ich überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht. Wie meinen Sie das? Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden. Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch. So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist. Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue Recht und scheue niemand. Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Was muss ich denn machen, um da reinzukommen? Sie brauchen 6.000 Punkte. 6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die? Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon. Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche. Oder fast regelmäßig. Halt, Moment bitte. Wir müssen das alles im Einzelnen festhalten und die Punkte zusammenzählen. Ach so, gut. Soll ich anfangen oder stellen Sie die Fragen? Fangen Sie ruhig einmal an. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat. Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen. Ja, also fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie um Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Ein sehr nettes und anständiges Mädchen geworden. Was tun Sie denn da? Ein einziger Punkt dafür? Und was ist mit den ganzen Nächten, die wir durchgewacht haben, als sie krank war? Mit den Sorgen, die wir ihretwegen hatten? Sie sollten doch über all das Bescheid wissen. Die durchwachten Nächte gehen, soviel ich weiß, auf das Konto Ihrer Frau. Das andere müssen wir einzeln betrachten. Also dann weiter. Hätte nicht gedacht, dass es hier so zugeht. Meine Schwiegermutter war wirklich ein böser Mensch.
Trotzdem habe ich sie immer sehr höflich behandelt. Was denn? Was denn, nur einen Punkt? Wissen Sie denn nicht, was mich das gekostet hat? Doch, aber Sie hätten sie lieben sollen. Meine Schwiegermutter? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer meine Schwiegermutter ist. Ach, höre sich das einer an. Sie lieben sollen? Ja, wie hätte ich das denn tun sollen? Meinem Nachbarn habe ich oft geholfen. Moment. Sie meinen Herrn Carstens? Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie zuletzt sehr verfeindet. Wegen eines zu großen Baumes? Ja, natürlich! Wie hätte ich denn mit dem im Frieden leben sollen? Wie viele Punkte habe ich denn schon? Mir reicht das hier allmählich. 32. Was? 32? Ja, aber so komme ich doch höchstens auf 50 Punkte. Das ist doch nicht fair hier! Schauen Sie sich doch mal die Menschen an, Mann! Ich bin doch nicht schlechter als andere! Mörder und Kinderschänder! Herr Weber, wir schauen hier Ihr Leben an, nicht das der anderen. Gibt es etwas, wo man mehr Punkte bekommt? Versuchen wir es doch mal mit den 10 Geboten. Die habe ich fast alle gehalten. Oh ja, das würde sehr viele Punkte geben. Also, dann versuchen wir es doch mal mit Du sollst nicht stehlen. Also, ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie. Wie steht's mit der Steuererklärung? Immer vollkommen ehrlich? Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht. Aber Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat bestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie... Das gilt auch als Stehlen? Also lassen wir das! Wenn ihr hier so kleinlich seid, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis ablegen gar nicht erst erwähnen. Natürlich habe ich hier und da mal eine kleine Notlüge gebraucht. Aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder. Das ändert bei uns rein gar nichts. Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das? Das...